Jetzt nochmal offiziell damit willkommen zurück zu Little Miss Fortune, einem neuen Stream. Im letzten Stream, im letzten Part, in der letzten Aufzeichnung haben wir schon das Spiel zu Ende gespielt und wir starten jetzt in den zweiten Run, in den Evil Run von Little Miss Fortune und machen jetzt nochmal das Spiel von vorne. Wir starten nochmal ein neues Spiel und machen alles ganz anders als im letzten Run. Es gab nämlich immer zwei alternative Möglichkeiten, die man wählen könnte. Also es gab eine Möglichkeit und eine andere Möglichkeit. Es gab zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Und jetzt nehmen wir die Möglichkeiten, die wir im anderen Spiel, im ersten Durchgang, im ersten Run nicht genommen haben. Im ersten Run haben wir versucht, die möglichst friedlichsten Wege zu nehmen und möglichst die naiven und fröhlichen und netten und guten Sachen zu nehmen und auf Benjamin, unserem Helferfuchs, zu vertrauen und dem hinterher zu laufen und ein möglichst gutes Ende zu erzielen. Und jetzt werden wir ein böses Ende machen, wie ihr schon im Startscreen gesehen habt. Und im Endscreen dann auch noch sehen werdet, werden wir jetzt Morgo folgen, dem Dämon, und werden böses Kind sein und wir werden möglichst viel Schaden anrichten und möglichst viel Blödsinn machen und werden wir möglichst versuchen, den schlechten Weg, ein schlechtes Ending zu erreichen. Und ja, werden mal schauen, in welches Chaos das uns stürzt, in wie weit wir da jetzt dem Chaos verfallen und ein Bad Ending kriegen. So, drehen wir nicht weiter um den heißen Brei herum und starten ein neues Spiel. Bist du dir sicher, dass du den Speicherstand überschreiben willst? Ja, will ich. Ich starte ein neues Spiel. Einen zweiten One. Wir beginnen von vorne. Es wäre nichts passiert. Zum Überspringen halten. Ja, wir überspringen hier ein bisschen was. Ein bisschen was können wir überspringen, das kennen wir ja schon. Was? Kein Cyberpunk? Schwach. Hallo Mordi, willkommen im Stream. Nee, der zweite One von Little Miss Fortune. Welcome to my game. I'll be. Ich werde jetzt hier am Anfang relativ viel überspringen, weil wir das schon kennen. Wenn ihr das alles hören wollt, dann müsst ihr den ersten One angucken. Da gibt es eine Playlist von mir, da kommen die. Dann werden dann die einzelnen Parts veröffentlicht. Also das ist. Wir müssen uns nicht alle, die ganzen Dialoge müssen wir uns alle nicht großartig anhören, sofern wir sie überspringen können. Tun wir das jetzt hier. Weil alles schon bekannt ist. Dadurch kommen wir vielleicht auch ein bisschen schneller durchs Game durch. Dadurch, dass wir jetzt nicht erstmal die Sache noch. Dadurch, dass wir jetzt nicht alles erkunden müssen und alles nicht. Dadurch, dass wir jetzt nicht alle reinkommen müssen. Today is the day she will die. Soweit ich weiß, gibt es kein zweites Ende, nur wenn du alles, was möglich ist, glitzerst. Aha, okay. Schade. Vielleicht irrst du dich ja. Auf jeden Fall, unabhängig davon, ob es ein zweites Ende gibt oder nicht, werde ich jetzt in diesem Run versuchen, alles. Ich will auf jeden Fall mir die anderen Möglichkeiten zeigen. Es gab ja immer zwei Möglichkeiten, du hast ja immer. Die Möglichkeit, den zum Beispiel den Fickvögeln in die Eier zu treten oder den Glitzern, die im ersten Mal aber Glitzerideen in die Schnauze geworfen. In diesem Mal werden wir denen in die Eier treten. Wir machen einfach alles. Diesmal werden wir auch den Stein mitnehmen. Also ich zeige euch einfach jetzt mal die anderen. Das ist einfach so ein Stream. Jetzt unabhängig, ich weiß noch nicht, ob es ein zweites Ending gibt, aber wir werden jetzt erstmal die Sachen, wir werden auch Benjamin den Fuchs mit dem Fuchsspray beschießen, also wir werden möglichst alles anders machen und wir werden auf Morgo vertrauen. Im ersten One haben wir Benjamin vertraut und in diesem One werden wir dem Morgo vertrauen. Mr. Voice ist jetzt unser Vertrauenspartner und der Fuchs ist der Böse. Oh, impressive. I don't like it when Mommy. So, hier haben wir erstmal unsere erste Entscheidung. I see. This is my diary. Das Tagebuch, ja, das können wir schließen. Jetzt geht's um das Malbuch. Da haben wir die erste Entscheidung des Spiels. Nimm das Malbuch mit oder lass es hier für Babsi. Im ersten Mal haben wir das
Malbuch mitgenommen. Diesmal lassen wir es hier. Für wer auch mal Babsi ist. I'll just leave it here. For Babsi, you know? The toddy. Das heißt, wir haben es dann am Ende auch nicht mit. Das heißt, wir können am Ende, wenn wir dann im Zug nach Hause sitzen, auch nicht Bücher malen. Wir können auch nicht mal Ausmalbilder machen. Ich weiß nicht, inwiefern das. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das durchaus auswirken kann. Mal schauen, was das für Auswirkungen hat. Vielleicht. Die Glitzertube sollen wir die mitnehmen? Die haben wir im ersten Mal mitgenommen. Vielleicht lassen wir die auch mal liegen. Before you leave. Can't I take them both? No. You can own and remember your choice. Okay. Welches Spielzeug möchtest du mitnehmen? Das Einhorn oder den Stein? Im ersten Mal haben wir das Einhorn mitgenommen und dem ein wunderschönes Röckchen verpasst. Und jetzt nehmen wir den Stein. I choose the stone that he threw at me once. Interesting choice. Yeah, I call him Stony. Because he's a stone, get it? Stony the stone. That's very clever. Thank you. Stony the stone. Der sieht ein bisschen traurig aus. Ah, and so you know, I like to sprinkle sparkle on things so they become fabulous. Ach, sie nimmt doch das Glitzer mit, ja. Okay. Das ist nicht vermeidbar. Glitzer werfen mit F. Tada! Oh, happiness to everything! So, raus geht's. On the other side. Ja, wissen wir. Let's keep that a secret. Die Dialoge werde ich weitestgehend überspringen. Ich mag, dass der Stein noch Blutspuren kleben hat. Eine Symbolik für den heutigen One. Oh, please don't fall. Es fällt und wir werden es diesmal nicht reparieren. Ursache und Wirkung. Konsequenzen und so weiter. Wir werden es nicht fixen. Maybe I could try to fix it. Sie so lassen. Wir werden sie nicht fixen. I'm just gonna leave it there. I'm a little lady, you know. Im ersten Mal haben wir sie repariert. Das lassen wir sie so. Und die müssen wir uns auch nicht angucken. Die Sachen, die kennen wir auch alle schon. Deshalb können wir einiges überspringen. Wir müssen uns auch hier jetzt nicht jeden Gegenstand angucken. Yeah, that's my mind. Deswegen wird das auch ein bisschen kürzer. She also likes to drink juice a lot. Well, are you ready? Yes, I am. So, weiter geht's. Und wir gehen natürlich raus, ohne Mutter Bescheid zu sagen. Sekunde, hier haben wir noch was. Oh, ein bisschen Glitzer verstreuen. When will Daddy learn a light? Hübsch. Mommy, this smells really dead animal. Yikes, dead forever. Animals. Mommy, this smells really dead animal. That's what. Yikes, forever. Na komm. Also yay, hier. Happiness to the. Sehr schön. We had a lovely dinner. Wir werden es bestimmt nicht schaffen, alles mit Glitzer zu bestreuen. Mommy wasn't that drunk and. So, jetzt gehen wir mal raus, ohne Mutter Bescheid zu sagen. Mami, sagen, dass du gehst. Das haben wir am ersten Mal getan, weil wir ein braves Kind waren. Jetzt sagen wir natürlich nicht Bescheid. Jetzt gehen wir einfach so. We go quiet, okay? Wir sind ein böses Kind und sagen der Mami nicht Bescheid. Mutter glitzern, zu spät. Good day, morning. It's afternoon, Miss Fortune. Ah, okay. Good afternoon, morning. Ja, ja. Ich skippe hier ein bisschen. Na komm. This is where I saw a relic. I call him. Ja, ja. I've seen him around. I think he's really. Wer die Story hören will, wer die Dialoge sehen will. Und Ending verkackt. Ja, das ist jetzt hier nicht. Ist ja nicht das Ziel hier. Wir können trotzdem so viel glitzern, wie wir wollen. Und Katze. So, eine gute Straße. Die Regeln des Spiels kennen wir. Wer die Dialoge hören will, der fängt bei Part 1 an. Alright, I can look to the left.
Look to the left. Any cars? No. Wir wissen ja schon, was passiert ist. Jetzt sind wir am Spielen. I saw a monster. What monster? It was there. Das war der Realitätsstein. Yeah, that's true. Just keep going. Alright. Ich kann ja spoilern, weil wir das Spiel schon mal durchgespielt haben. Wir wären jetzt hier eigentlich gestorben, bloß der Realitätsstein. Da hat der mal mit Thanos Handschuh gezwitschert. Geschnipst und dann hier Realitätsstein. Jetzt sind wir im Spiel drin. Glitzere. Sehr schön. Jetzt haben wir ein kleines Intro, was wir überspringen können. Ist auch schon bekannt. So, look, das ist das Hundchen. Hello, puppy. What a cute party hat. Now focus, Miss. You have. Jetzt haben wir hier wieder eine wichtige Entscheidung. Ja, die Konsequenzen ist klar. Was machst du mit dem Hündchen? Lass ihn frei oder spiel mit ihm? Im ersten Run haben wir mit ihm gespielt. Jetzt lass mal ihn frei. I'll set it free so we can go to the party. Na, schauen, was passiert, ob er es diesmal überlebt. Obviously going to a sweet party. It has a party hat. Ah, yes, the party. I heard this must be his. So, are we going? Yes, why not? Come on, puppy, let's go. Komm, Hundchen. Ah, toll. Streicheln, können wir streicheln? Oh, puppy, I'm petting you. Why do you let me? You like me? Sehr schön. Jetzt wird das Hundchen vom Baum nicht erschlagen. Oh no. Und Hundchen leckt es auf. Yikes forever. Nicht so lecker. Na komm mit Hundchen. Es bleibt am Leben. Das ist schon mal eine Änderung. Das ist hier schon. Verändert sich was. Ein Leben mehr gerettet. Also hat es schon ein anderes Ending. Das Hundchen wird uns logischerweise nicht im Jenseits begegnen. In der letzten Szene gibt's eine Sache, wo wir durchs Jenseits laufen und dann kommt uns das Hundchen entgegen. Es wird jetzt. Don't leave just the puppy is up. Oh really? What is it, puppy? Okay. Was muss man mit dem Hundchen machen? Puppy, what are you doing? Did you find a treasure? You seem to have found the secret of the beach. The beach has a secret? Yes. Let's have a look. Den Schatz hätten wir auch nicht gefunden, ohne das Hund. Und den Hund. Yes, but you can only take one. A cookie for you or a treat for the dog. Jetzt haben wir hier wieder eine Auswahl, die wir natürlich nicht treffen konnten. Da brauchen wir jetzt einen dritten Run für. Nee, Spaß. Jetzt haben wir eine Auswahl, die wir noch nicht getroffen haben, weil wir das Hundchen noch nicht mitgenommen haben. Ein Keks für dich oder ein Leckerli für den Hund? Gut, da wir gerade den bösen Mann machen, bleibt mir nichts anderes übrig, außer wir nehmen den Glückskeks. I mean, I'll für mich. The cookie because I like cookies. Ein böses and Kind. I tell your fortune in the cookie. And yeah, I'll take the cookie for me. Ja, der Hund soll sehen, wie er zurechtkommt. Aha. Ein Glückskeks. Can I eat my cookie now and see my fortune? Yes, go ahead. Du wirst heute sterben. Errungenschaft freigeschaltet, Fortune. Today. But that's today. Hey, didn't you say something about me dying today? No, I told you, Miss Fortune. Nobody said anything like that. And those are just silly cookies.
Don't worry about it. Okay. Einen dritten One werden wir natürlich trotzdem nicht machen. Oh, Hundchen wird entführt. Im ersten One wurden wir entführt. Von Vögeln. That will make George really upset. Yeah, I hope I get to meet the puppy again sometime. I bet you will. Mr. Voice, why don't... I'm still here. Yeah, that's true. Dann werden wir das Hundchen vielleicht doch am Jenseits begegnen. So, Mr. Voice, is the party on the same way to the eternal happiness? Yes. Jetzt haben wir natürlich das... Oh, that's convenient. Have you thought ich werde in einem Glückskeks gefangen gehalten. Ja. Yes. Auch ein schöner Glückskeks Spruch. Wirst du George von dem Unfall mit dem Hundchen erzählen? Wie haben wir denn im... Jetzt weiß ich nicht. Molly, hilf mir mal. Weißt du das noch? Wie haben wir denn im ersten One... abgestimmt? Wie haben wir da... Haben wir ja oder nein? Ich glaube, wir wollten es ihm erzählen, weil wir brav sind. Ich würde sagen... Wenn ich mich nicht täusche... Haben wir damals ja gesagt. Haben wir jetzt nur unendliche Zeit? Da müssen wir uns entscheiden. War glaube ich am da war ich glaube ich am Stream. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich guck mal gerade selbst in meinen Part 2. Da muss das ja vorkommen. Oder war das Part 3 schon? Es war Part 3 schon. Habe das ja alles schon hochgeladen. Parts. Wir haben hier scheinbar ein bisschen Zeit. Ah, hier ist die Entscheidung. Hier müssen wir mal gucken. Mal parallel in mein Let's Play rein. Den geschnittenen Part schon. Na komm. So, wie war meine Entscheidung dort? Nee. Das ist noch ein bisschen früher. Das ist das mit dem Fisch. Den nehmen wir diesmal mit. So, wirst du George von dem Unfall mit dem Hündchen erzählen. Na, was habe ich denn genommen? Ich habe ja gewählt. Beim ersten One. Dann nehmen wir jetzt Nein. Damals habe ich ja. Alright then. Gut, das haben wir. Dem sagen wir natürlich nichts. Oh, look, a boat. Hello. Are we there yet? Just a little bit far. Ah, okay. Dann Fisch, den wir mitnehmen. What should we do about it? Den nehmen wir mit im ersten Stream. Ja, war vielleicht sogar der erste Stream. Okay, im ersten One haben wir den. Waren wir so nett und haben ihn freigelassen. His name is Rodrigo and he needs a new place to stay. Gut. I wonder den nehmen if ihn mit. Has heard about sushi. It's like Rodrigo but in tiny pieces, you know? Und wir werden ihn dann an die Ente verfüttern. Die Entenpark. So. And here we are. I'm a bit nervous in George Hauts Haus wird sich nicht viel verändert haben. Der wird weiterhin. Der wird dort hängen. Sein Hundchen ist auch tot. Einen dritten One mache ich trotzdem nicht. Klopfen oder klingeln? Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich glaube, wir haben geklopft. Es wird sich nicht sehr groß viel verändern. Ich guck mal kurz selbst nach. Klopfen oder klingeln. Was habe ich damals gewählt? Klopfen oder klingeln. Wir haben geklopft. Im ersten Mal haben wir geklopft. Dann klingeln wir jetzt. Is answering. I'll invite myself in. Dachte ich mir, dass das so viel Unterschied nicht macht. So rein hier. I saw a man walk. So, das mit dem Blitzer hat hier nicht funktioniert. Are you sure this is... What is the party? Hello. Keine Party hier. Da hängt er. Excuse me.
Are you... I don't know any... Oh, no. Wait. Hang himself? No, his fortune. Dead? But he... Oh. Hey, Miss Fortune, I'll meet you in the back. George, you're not... Your puppy is gone. I like the puppy. Bye. Ich dachte, wir wollten ihm nicht davon erzählen. Shada! So, sehr schön. Okay, I'm here now. Let's go into... Yes. So, gehen wir weiter. Es sind noch bald weiter als im ersten Stream. Dangerous animals, Miss Fortune. Den ersten Stream haben wir im Park beendet. Am Ende des Parks. Yes, but alright. Jetzt kommen wir erstmal zum Fuchs. Den werden wir an die Fresse hauen. Wenn möglich. What's this? Nein, die Puppen können wir ja mitnehmen. Everything began. Alright. Da haben wir übrigens eine vergessen, eine Puppe haben wir. Die sechste Puppe, glaube ich, die haben wir. Die haben wir irgendwo liegen lassen. Die müssen wir diesmal gucken. Da müssen wir gucken. Das muss irgendwo in Benjamins Haus gewesen sein. Vielleicht im Tagebuch, was wir nicht gelesen haben. Sehr guter Fuchs. What is it? Wild, dangerous. Wait, I recognize. It doesn't matter. Attack it. Das ist Benjamin. Unser erstes Treffen auf Benjamin. Nee, Stream beendet nicht. Hello, is your name Benjamin? Do you want to play with me? Der Stream, der braucht noch ein bisschen. Wir werden heute... Ich werde heute versuchen, den ganzen Run zu Ende spielen. Ich werde heute ein bisschen... What a relief. Ich denke, das schaffen wir auch. So schnell, wie wir hier skippen können. Die ganzen Dialoge, die skippen wir jetzt hier. Das wird ja... Ich denke, das kriegen wir hin. That's pretty cool. I like that enough. Zum ersten... Focus, Miss Fortune. We need to keep... okay. Im ersten One haben wir hier den Kreis zu Ende gemalt. Das lassen wir jetzt bleiben. Oh, nee. Das lassen wir natürlich nicht bleiben. Wir machen es trotzdem, weil ich den Pinsel genommen habe. Ja, gut. Das ist ja keine der Entscheidungen. Was soll's? So weiter geht's. Oh, is this the magic? It doesn't look bad, Mag. Just wait. Oh, I like the sound of it. I have a question. What does this sign mean? Yeah, ein Glitzerschild. Cool. So, whenever you're ready. Im Wald bleiben oder in die Höhle gehen. Also im Wald bleiben bringt, glaube ich, kaum was, aber wir werden es mal versuchen. But then you won't find the... okay. Ich würde mir gerne mal versuchen. Okay, ja, wir müssen wohl rein. Ich würde versuchen zurückzugehen. Na gut, dann gehen wir halt in die Höhle. Es ist ja weitergehen oder hier bleiben. Das ist, da können wir nichts dran hindern. Aber in der Höhle können wir wieder einiges anders machen. Da gibt es wieder eine andere Möglichkeit. Well, let's explore. Okay. You're a real comedian. Thank you. So, vorn geht's. Wir haben ein bisschen gerannt. Ist ja schließlich in One. What was that? What? Did I miss something? I'm not sure. Flacher Witz. What's so. This? A hamster party? A magical hamster party. Leif Newt Hamsters. Do I? I don't know. Da sind wir letztes Mal auch nicht reingegangen. Vielleicht können wir es diesmal irgendwie schaffen. Oh, was haben wir denn da gemacht? Are you going to do something about it? Die Gewalt zwischen den Hamstern beenden. Ich glaube, das haben wir im ersten Run gemacht. Die haben wir auseinandergerissen, weil wir hier lieb waren und die retten wollten. Gewalt zwischen den Hamstern beenden. Na, was habe ich gemacht? Ich habe ja geklickt. Okay, dann machen wir es diesmal nicht. Nicht beenden. Also die. Nein. Wir mischen uns nicht ein.
letzten Mann auch nicht gesehen. So, they went inside to Portland. Oh je. It looks like someone spilled their ketchup. Mit Ketchup gekickert. Oh, hier haben wir eine Handtasche. Oh, are those... Ach, Pfefferminz. I'm a little lady. Können wir die diesmal nicht nehmen? Ah doch, wir nehmen sie automatisch. Die Pfefferminz. Wow. Pfefferminz. In Anführungszeichen. Ja, die Szene. Bekannt. Die können wir überspringen. Wer sie sehen will, der schaut sich das Let's Play an. Die Parts. Wow. Are you alright? I'm okay. So, können wir jetzt rein in den Club? Wird gern rein. Darf ich rein? Excuse me, could a little lady get inside? No, I'm not very important, you say? Okay. Can you believe this guy, Mr. Voice? We have to find another way out now. Ich will mal hinein, ich will... Nicht mal eine Pille hält die durch. Schwach. Ich meine doch, es gibt zumindest eine Steam-Errungenschaft, dass du dort in dem Club tanzt. Also wie können wir hier rein? Ich will hier rein in den Club. Geh weiter. Ich will aber rein hier. Rein in den Club. Ich will rein in den Club. Ich bin auch wohl exklusiv genug für diesen Club. Look at them with their tiny cocktails and their tiny clothes. Geh weiter, die mach ja schon. Wenn es sein muss, dann komme ich halt nicht rein in den Club. Check that lady out. I think she's in trouble. Oh no, I think she's in trouble. Schon die Dame. Really? Yes, looks like she... Ach, sie ist hier ohne Hand des Clubs. You're right. Können wir in die Tasche geben? Excuse me, I think I have your purse. Go easy on the mints though. I tried one and it was a wild ride. Is that for me? Oh, VIP-Ticket. Sehr schön. Das hatten wir am ersten One nicht. Weil wir die Tasche wahrscheinlich nicht bekommen haben, weil die geklaut wurde, weil sie dann... Ja, verstehe. That's your VIP-Ticket haben wir nicht bekommen. For returning the bag, a VIP-Ticket for the club. I guess you put it inside the club. We'll see. Yes, and one step closer to the eternal happiness. That's a win-win for me. Eine Win-Win Situation. Na komm, ab in den Club. Jetzt wird gefeiert. Party. Rein da. Excuse me. I'm a very VIP. Here's my ticket. Finally, a real party. Ui, das ist aber groß. Da drin. Den Bereich haben wir auch noch nicht erkundet, den ersten Mal. Yes, you could say that. Am I allowed to bounce? Of course you are. Sweet. Listen, Miss Fortune, you need to find the white rabbit. A white rabbit? Why? It will lead you closer to the eternal happiness. Okay, I'll find it. Das wollen wir diesmal finden, das ewige Glück. Solche Szenen erinnern mich immer übelst an South Park. Keine Ahnung warum, sagt Moni. Okay, hier mit allen reden. Mit ihr können wir reden. Bestimmt ist das Saft. Ganz bestimmt. Excuse me, can you let me through? Es ist ein hübsches, eine hübsche Ratte. Oh no, Stony, what are you doing? This is not the time. Stony. What's happening? It looks like this hamster challenged Stony to a dance battle. No, we don't have time for this. I'm sorry, but it's on rock and roll, Stony. Stony ist wohl sehr gestoned. Sehr stoned. Ach du Scheiße.
Ach du Schande. Super. Na komm. I love you. Jetzt kriegen wir hin. Cute, slow, bad move. Yes. Verdammt. Forever. Perfect. Sweet. Right. Ein bisschen gefällt habe ich ja schon. You're on fire. Lucky. Sag, hat sie gesagt, you are fired? Charm-Zitate hier. Ach man, ich kann das nicht wirklich. Super, slow. I love you. Cute. Bad move. Yikes forever. Huha, ha, ich werd schlechter. Sweet. Great. Okay. Slow. You're on fire. Hat die blau gesagt? Bad move. Great. Sweet moves. Yikes forever. Oh man. Okay. Slow. Shake that booty. Ziemlich viele Fails. Wie lange müssen wir das hier machen? Müssen wir nicht mehr fehlen oder was? Okay, wir haben es geschafft. Gott sei Dank hast du den Stein gewählt. Ach, wäre das mit dem... Wäre es mit dem Einhorn lustiger gewesen? I'm sorry to interrupt. But we really need to get going. The eternal happiness is still out there. Don't you want it? Oh yes, I really want it. Let's go. Ich habe keine Errungenschaft gekriegt. War ich zu schlecht für die Steam-Errungenschaft? Zu schlecht getanzt. Ohne Face hätte ich das hier dieses bekommen. Oh, so cute. Is that sugar? Is that why they're so sweet? Yes, sure. Why not? Deine Minigame-Leistung ist echt toll. Freue mich schon, in Monkey Island dich fallen zu sehen. Was? Okay. Aber ich habe gerade gefehlt. Ich habe da relativ scheiße gefehlt. Und das ist der White Rabbit oder was? Monkey Island, da weiß ich gar nicht, ob ich das spielen will. Ah, jetzt kommen wir hier aus dem Loch raus. Hey, you. Listen, I know it will misfortune. Will the evil fall? Damals das Eck mit den. Damals das Eck mit dem. Hier sag schon, mit den Drogendealern. Verpasst. Thank you. Warte mal bis Weihnachten, dann verstehst du's. Aha. Great, because I'm not. Don't worry, it's not far. Great. Da bin ich ja mal gespannt. Look, aha. So, Missing Kids. Besides, I didn't buy. Don't go now, Miss Fortune. I. Really? Yes. Alright then. Mr. West beschützt uns. Wir vertrauen ihm natürlich in diesem Mann. Hello. So. Ja, Moment, immer können wir da mal drum probieren. Miss Fortune, watch your language. Okay. Smells like. Miss Fortune, watch your language. Okay. Okay, weiter geht's. Will das Rad mitnehmen? Very clever. Thank you. Können wir nicht. Okay, weiter geht's. Phantasmagoria-Werbung. Don't engage, I told you. Let me handle this. Nein, kein Kontakt zum Fuchs. Ist böse. Let that wild beast run. Alright. Da schauen wir uns auch nicht an, die Warnungen. Lass mal nichts liegen. Ab in den Park. So, dann, you fuck. Miss Fortune. What? Language. App. So, weiter geht's. Let's go to the park.
Mr. Voice? Yes, Miss Fortune? Has anyone reached the end of the... Meine, hey, Morgo dürfte eines der mächtigsten Wesen sein, dieses Universums sein. Neben dem Kerl aus Fanbow. Dem kannst du sicher vertrauen. XD. Ja, Molly. Der lässt jetzt die Vögel neben uns fallen. Da fallen die Vögel neben uns. Vom Himmel. So, da sind wir im Park. Da kommen wir doch jetzt vergleichsmäßig schnell durch. Vielleicht, dass wir auch nicht alles anschauen. Who's that? He used to sit and he didn't have any clothes. Fascinating. Remember? You mean Rodrigo? You should give it to... I'm sure it would approve. I guess that me... So, Fisch geben, ja. Den konnten wir am ersten One natürlich nicht geben, weil wir keinen hatten. I hope this fish brings you as much joy and love as it did to me. That was very kind of you. Thank you. What? Oh no! Rodrigo is dead now. Oh nein. Seagulls love eating. Why didn't you say something? Well, now you know. Isn't it fun to learn? I guess so. Können wir die Kreten mitnehmen? Rodrigo ist gleich. So, weiter geht's. In dem Spielzeug haben wir ja schon gespielt. Können wir jetzt lassen. Let's just go. Don't be silly. And look, he's carrying a book. This could be my opportunity. Would you like to show me? Zeig deinen Tanztritte. Lass die Ente tanzen. Was haben wir denn im ersten Mal gemacht? Ich würde sagen, wir haben die Ente tanzen lassen, oder? Smoke Duck Dance Battle. So, wie sah das aus im ersten Mann? Ich schau mal gerade. Es war ziemlich am Ende. Na komm. Wo ist die? Wo ist das Dance Battle? Okay. Die coole Ente. Was tun wir? Muss ich gerade selbst mal nachgucken, ich bin mir gar nicht so sicher. So, zeig deine Tanzschritte und lass die Ente tanzen. Wir machen natürlich alles möglichst anders. Na. Mein Tanzkünste. Zeig den Tanzschritt. Ah, okay, wir haben selbst getanzt. Jetzt lassen wir die Ente tanzen. Lass die Ente tanzen. Nah, I haven't practiced for a while. I leave it to the pros. Oh, leave it to the pros. Yo. Cool dancing. Das hat man im ersten Mal natürlich nicht. I'm okay. I'm okay. Aha. I'm okay. That was unfortunate. What are you talking about? That was normal. Oh, if you say so. Okay. Wir haben der Ente beim Tanz zugeguckt. So, und weiter geht's. Hier hat übrigens der erste Livestream geendet. Wir machen natürlich weiter. Challenge awaits. A pet cemetery? That sounds like the best. Das hat ja. Sind wir ein bisschen schneller durchgekommen als im ersten Stream. So, I won't mind if I ask. Ah, ein paar Fragen stellen. Ach du Schande. I'm pretty good at answering questions. Lass erst mal gucken, was ich darauf geantwortet habe. Just answer as honestly as you can. All right. First question: Have you ever stolen anything? Oh je, was haben wir denn da geantwortet? Haben wir Zeit oder? Jetzt muss ich gerade in den Part reingucken. Erste Frage: Hast du jemals was gestohlen? Ja oder nein?
Was habe ich geantwortet? Na. Okay, im ersten Mal habe ich nichts gestohlen. Das heißt, in diesem Mal habe ich was gestohlen. Ja. I stole my friend's Swiss Army knife once. I felt so bad. I buried it in the yard and never told him. Oh, I'm so sorry for the both of you. Second question. Are you happy right now? Ich würde mal sagen, nein. Bist du gerade glücklich? Ich habe natürlich ja geklickt im ersten Mal, weil das der Happy One war. Nein, ich bin nicht glücklich. Well, not really. Many things make me sad. That's why I want the prize so much. Then I can stop pretending I'm always happy. Ich weiß nicht, ob diese Fragen irgendwas beeinflussen. The last question. Do you feel loved? Natürlich nicht. That's why I like my Stony so much. He's just a rock and doesn't get angry or sad. I wish I could be like that sometimes. Thank you for your honesty. You're welcome. Look, we arrived at the pet cemetery. Der Friedhof der Kuscheltiere. Oh nein. Ein gruseliger Film. Und da werden wir jetzt schön Grabsteinigung betreiben. Yes, what is it? I have hidden it. I have to dig in my drawer. Er hat es in einem Grab versteckt. I'll give you a hint. It's a goldfish. Alright, must I dig with my pet forever? No, you... What shovel? This shovel. Wir kriegen hier eine Schaufel aus dem Boden heraus. Ah, that shovel. Okay. Wir bauen jetzt einfach jedes Grab aus. This one's death. Dieses Grab ausbauen, jo. Einfach mal drauf losbuddeln. Grabständigung. Ugh, smells like hot dogs. I guess it's not the fish. Okay, hier mal gebuddelt. Okay, let's see. Little Lulu. Das Grab aufbuddeln, ja. Nix. Dann halt das Grab hier. Erotic, no? Grab aufbuddeln. Remake oder Original? Ich finde das Original deutlich schlimmer. Was für ein Original? Wovon? Wovon das Original? Paul died doing what he loved. Ew, yikes forever. Worüber reden wir, Modi? No prize in here. Just a bunch of little bones. Pet Cemetery. Achso, der Film. Nee, der Friedhof der Kuscheltiere. Ich kenne nur den deutschen Titel. Da gibt's so ein... Kam doch vor ein paar Jahren. War bestimmt ein Remake. Da kam irgendwie ein... Ein Film in die Kinos für Friedhof der Kuscheltiere. Let's see. Roger the Magpie. Napa. Ich habe ihn nicht gesehen, aber die Trainer haben mich schon, die haben mir schon gereicht. Die Trainer waren schon schlimm genug. No prize. Hier können wir noch was machen. Look, this grave is available. What do you want to do? Und Riegeres Knochen beerdigen, jo. I think I'll bury Ab damit. Any last words? Rodrigo smelled like a fish. I like that in a fish. He was nice. I hope he liked me. Bye, Rodrigo. Modi sagt, ich soll mal den alten Film nachholen. Der neue ist okay. Der alte ist übel. Eigenschaft freigestellt, Mottenfisch. Ah, sehr cool. Wir sammeln hier auch ein paar Eigenschaften. It says, Mr. Bubbles. Oh, das Buch. Nee, habe ich nicht so. Ich habe nicht so Bock drauf. Ja, das Grab wurde auch aus. Congratulations, Miss Fortune. Tom Brady. Eigenschaft freigeschaltet, weil alle Gräber ausgehoben yes. haben. You see the little box? Oh, okay, excellent. Ist natürlich leer. Is
Ich habe mein Glück geklaut. What? Yes, it says. It didn't. Der böse Fuchs, der hat unser ewiges Glück geklaut. Dafür werden wir ihn jagen. What should I do now? We must. Schade, ich mag Horror. Ich mag auch Horror, aber nicht diese Art von Horror. Yes, let's do that. Sasha. Nicht diese Art. Where he is, Benjamin? Did you steal my Eternal? Not cool. So. Oha. Das Mogus fällt. Give me back my happiness. Run after him. We can't let the fox. He stole. Benjamin, really. Hinterher. Wir nehmen die Puppe mit. When unloved for wandering children. Mitnehmen. Did you find something? No, you're imagining. Und weiter. Den Fuchs hinterher. We should keep our eyes. They know how to. Da müssen wir diesmal aufpassen, David. Das habe ich im ersten Mal vergeigt. Durch den Stein nicht mitgenommen. Oh, shake out this stone. It's different. Ah, ist auch eher der Typ für Get Out, View, Hereditary oder Midsommar. Jumpscares finde ich auch nicht so cool. Nee, auch das nicht so. Ich bin eher so der softe Horror-Typ. Also. Eigentlich nur atmosphärisches Zeugs. Das, der kleine Horror, das ist jetzt so schlimmer als Resident Evil. Kann ich nicht. Oh, this piece is loose. Oh, maybe it works though. Ne, Midsommar habe ich auch nicht geguckt. Ich habe alle nicht geguckt. Get Out, Beer, Hereditary, Midsommar, alles nicht geguckt. Ist nicht so. Horror ist generell nicht so meins. Ich bin eher so der Fantasy Science Fiction. Aha, that hole. You mean I should go to the Action Film? Don't worry. Action Krimi Science Fiction. Okay. You saw? I wonder why Benjamin would. Maybe he's not happy. But I need that happiness myself and for mommy. Hello? Ups, reingefallen. Ja, sag ja guten Horror. Oder meinst du sowas wie Nightmare on Elm Street oder Friday? That was a pretty big Freitag. Hello? Mr. Voice, are you there? Die Freitag der 13. Erst recht nicht. Und Mr. Voice ist jetzt nicht hier. Sweet, I found a little. Ich glaube, ab da hast du zugeguckt, Modi. Als wir hier in der Höhle waren. Die kennst du. Kennst noch aus dem Stream. Du hast zumindest kommentiert. In dem Stream warst du mit dabei. I can't deny the bottle sweet style. I'll take it. Da dachtest du, dass wir schon weiter wären. Im Spiel. Das Fuchsabwehrspray nehmen wir mit. Da springen wir schön auf den Fuchs. Oh. Falls möglich. Benjamin, in your face, Fuchsabwehrspray auf Benjamin benutzen. Ja, diesmal machen wir das. Sprühe. I'm so sorry for this, Benjamin. Nee, gar nicht. Natürlich geht das falsch. What have I gotten myself into? She's such a mess. Maybe it was a mistake, choosing her for this. I mean, I saw her. It's not natural. Ja gut, das hat nicht sehr viel geändert. Misfortune. Yeah. What happened? You sprayed fox repellent. There was quite a lot of. Ew. Yikes for out. That didn't go as I planned. We still need to find fox and. Maybe we could find out where ins Gesicht gesprüht. Give me a minute. Okay, I'll just. Falsch gehalten. Zeitung. What's new? Ja, das haben wir schon.
im ersten One durchgelesen. Ab zum Zoo. I actually made it. I found out the fox. Oh, really? We could go and okay, er hat gegoogelt, das Kind war. Why, we take the bus, of course. There should be a bus stop. Auf zum Zoo. Zum Busstop. Zur Bushaltestelle. Ikea-Tüte. I can't. Stadtzentrum. Just a voice? No, I can't. Prove it. I don't need. Whatever you say. Fine. Wait, my shoelace. Und so biegt er die Laterne und sie guckt nicht hin. Wir kennen's. That. I'm not just a Miss Fortune. What? Did you see? I'm sorry, I had a shoelace. Hi, so. You look. Ich bin weiter, hier passiert nicht viel anderes. So, weiter hier, ich will zur nächsten Entscheidung. Mommy brings me here all the sometimes. Is that so? Mhm. So, weiter geht's. Ach ja, die Brieftasche. Die haben wir, glaube ich, damals zurückgegeben. Dropped his wallet. What halber Speedrun. Ja, aber nur halber. Ich glaube, die behalten wir, diesem Auto, die haben wir nicht geklaut. Nee, da waren wir ja friedlich im ersten Mann. Wir klauen die. Die Brieftasche. Open it. Alright, I'm doing it. There's just a picture. Really? Ein Bild. It must be his kid. What do you think? Sure, why not? I knew it. I'm such a clever little lady. Okay. Können wir jetzt damit rein und was kaufen? One time, Mommy, I got to play. Ja, okay, die Geschichte kennen wir. Well, that sounds like it was a hallo Rene. For you. Rene 88. Yeah, willkommen im Stream. Wir machen den zweiten One für die Nightmares. Wir machen alles anders, als was wir vorher gemacht haben. Das Spiel haben wir schon mal durchgespielt. Who is it? Casey's dad. Who's Casey? A friend from school. Haven't seen him for a while though. I know who owns. Who is it? Casey's dad. Ja, das hatten wir doch schon. A friend from school. Ich wiederhole mich. Him for a while, though. Okay, gibt's keine Entscheidung. Beim Zoo gibt's, glaube ich, wieder die nächste Entscheidung. Even I wonder what they're. Oh, don't you worry about. You think so? Of course. Das sind die verschwundenen Kinder, die von Mongo geholt wurden. Wir sind die Nächste. Wir tun zumindest alles dafür. Beim Zoo gibt's wieder eine Entscheidung. Da werden wir das Fenster einschlagen. Let's find out. There's an information board. Die hätten die Masken echt als Merch rausbringen sollen. Jo. Wäre nicht schlecht. Ah, look. We have to wait 2 minutes. Yikes forever. I can't wait to meet Benjamin. I'm gonna tell her Bob and that Benjamin should be ashamed. That sounds great. So. Hier müssen wir nochmal im Müll rumwühlen. Excuse me? How dare you? Für die Collector's Edition. Did you take the puppy? Auch eine Möglichkeit. Pet puppies? No, who knows what? I don't know. Do you? Really? Alright. Shake this. Dick. Miss Fortune. Das Tragischste ist, wir haben jetzt den Fickvogel, also den Fickedenius, den Scheißismus, den haben wir verpasst am Anfang, wenn wir nicht von den Kriegen entführt wurden. Aha, Dick. Aus irgendeinem Grund wurde die Nachricht jetzt gerade von René blockiert. Unangemessen. Wurde zur Überprüfung zurückgehalten. Ja.
Steht wahrscheinlich in meiner Blocklist. Modi darf schreiben, der ist Mod. Das ist Moderator. So, wann kommt der Bus? It says that all time 8, so I... Great. Now that I think, maybe you need a bus. I'm definitely older. Okay. Are you like 20? Yes, more or less. Klar, die dürfen alles. Ja, Modi darf alles, der darf das. Ist Modi darf alles. Can I sit down and wait? Do as you please. Okay, thank you. Nee, das ist der Top-Chat. Im Live-Chat hat die Zensur keine Chance. Da muss man. Da kann ich aber gerade mal umstellen. Live-Chat. I'll sit. I'm a bit tired from all the walking, you know. I can imagine. You have very small feet. Yes, I'm a little lady. Macht bei mir keinen Unterschied, ob Top-Chat oder Live-Chat. Es ist wahrscheinlich. They're a little scary, don't you think? Honestly, I've seen worse. Spielt keine Rolle. Really? Yes. You know, my mommy, she likes to hide her. Ihre Chat-Beiträge sind alle top. Would you like to have... Maybe. I don't know. The bus is here. Der Bus kommt. Und ich trinke mal einen Schluck. This bus trip might take a while. Are you okay with that? It's okay. Who is Hiro? He's my friend. From Yap, he's a ghost, you know. Oh, he's Gott, always there. There is no such. Kiri wa doku desu? Hey, misfortune. Look, there's a bunch of cows. Nicht so schlimm. Oh, I love cows. Oh, that's so cute. Was ist das in der Natur? That's a little bullcrap. Run for your life, little bit. Passiert mal in der Natur. Did you see that? Ist der in der anderen anscheißt. Unlucky thing. Let's start your parking. I think we're getting close. Okay, great. Ab zum Zoo. Wow, here we are. I can't wait to go in. You have the ticket, right? What ticket? Oh, didn't I give you? What? No, you did. Oh dear. Do you have any idea? You know, without pay. I saw map, but I haven't got. I see. Well, I have an idea. What if we use? What does? Well, make the cashier. Okay, let me think what. Einbrechen. Aber nicht mit dem Druck einer Hydrangulierung. Und wie auch immer das ausgesprochen wird. Nee, einbrechen machen wir jetzt die Scheibe. Okay, this is break, like with a rock. Das haben wir erst mal nicht gemacht. Like a stone. Und wir haben ja einen Stein mit, das können wir super machen. Okay. Hello, can I get inside for... I guess not. Und nun? Any tickets to the zoo? Ew, yucky. No tickets, only yucky. Ich dachte, wir können jetzt hier Scheibe einschlagen. Da hatten wir doch die Entscheidung im ersten Run. They know about the missing children. Öfes. So. I think I came up with an idea. Fenster zerbrechen oder lügen? Wir machen das Fenster zerbrechen. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Wow, that's a wild idea, but I like it. Thank you. Na, nicht mit der Faust. So. Mach das Fenster kaputt. Mit Mr. Stein. Welchen Stein werfen? Steini oder Runenstein? Steini. Einen Runenstein brauchen wir noch. Okay. Steini nehmen wir natürlich mit. Machen
Hätte das einen Unterschied gemacht, wenn wir den Runenstein geworfen hätten? Ich glaube eher nicht. Isn't this wonderful? We'll get to see so many. Fast ihren einzigen Freund. Den nehmen wir ja mit. Den können wir ja behalten. Aus dem Jahr. Wir sind ein böser Mann. Wir opfern den Freund. Den nehmen wir ja weiterhin mit. Jetzt kommen wir hinzu. Der Nom-Nom-Vogel. What did you just say to me? Give yourself a fu- Oh, misfortune. I don't care. Oh dear. We need... So, der Pirat-Papagei. So, they talk much. They usually worked founders of the liberation. Kennen wir ja schon. Die Delusius-Eule. Haben wir den Kollegen Vigilius. Vigilius des Scheißesus. Ja. Unser gemeinsames Spirit Animal. Somehow I feel offended by this bird. Don't be. It doesn't know what it's doing. Okay. Der Spirit Vogel von mir und Molly. Vogelfutter klauen. Ich glaube, das haben wir beim ersten Mal nicht gemacht. Ich würde mal wieder nachschauen. Schau mal wieder ein bisschen rein. Vogelfutter klauen. Okay, ich befürchte, den haben wir beim ersten Mal. Ja, das haben wir beim ersten Mal nicht geklaut. Twitter, aber es ist ein tatsächliches Tier. Vogelfutter klauen? Ja, machen wir. I'll take the seeds because I want to feed the bird. Sunflowers. Sonnenblumenkern. Kann man sich schon aufs Brötchen streuen. So. You know, what's happening to me? I smell hummus. What? Hummus? No. Hummus. Hummus. You'll get a lot of new food. Ah, okay. And you'll bleed for 3 to 5. Ew, yikes. You will also suffer, each and society. Are you for real? Wie gesagt, wer die Dialoge sehen will, I think I need some emergency. Du guckst das Let's Play an. So much, but... So, hier können wir doch bestimmt noch was klauen. I wish I could write Japanese, but where does the ghost live? Stop lying. You're just jealous because you... Yellow speakers. Ah, look at those. They could be all my... Don't get too... Don't worry, I'm here. Hätte ich gerade Yellow speakers gesagt. Das klingt doch nach ein bisschen Rassismus. Sehr schön. Auf die Karte gucken. What? So much... Find a wolf. I think the zoo... Find the wolf. There. No. Try again. There. No. Try. Das ist der Vigilius. There. You see? That the wolf is. Great job. Let's hurry. So. Auf dem Weg zum bösen großen Wolf. The way to the wolf. Yes, let's. Mr. Krieg ist vielleicht ja. Meat Popsicle. Oh my. Oh, damn it. You will have to sneak past. Don't let her see you. Don't worry. I'm like. I go Sie müssen uns wieder vorbeischleichen. Right? Great idea. Hide behind a. Alright, I'm ready. Sie versucht jetzt mal was. Wir werden uns mal entdecken lassen. Like a little ninja lady. Well done, Miss Fortune. Now, wait for... And then kill her from behind? What? No. What? That's what the ninjas do. Don't tell mommy. Well, this... When she turns around... All right then. It just looks a lot cooler.
Na komm. War ab und jetzt. Oh, damn it, my Nihamu failed. Wir wurden entdeckt. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Oha. Oh man, we got caught by the cops. Busted. So geht's also schneller. Wir wurden direkt hier reingebracht. Vom Raben. Ach ja, Hausmeister Reminder. Spiel Cube Escape. Nö. Und jetzt sind wir hier direkt im Haus drin. Hat uns direkt hingebracht, wo wir wollten. Okay. It says, der große böse Wolf. The wolf you shall not have. So if I don't. What? Aber an Tresor kommen wir noch nicht ran. Und an Laptop können wir auch noch, an PC können wir auch noch nicht ran. Okay. Oh no, we are locked inside. We need to find a key. Look around. All right. Vom Raben in seiner Kinderhöhle. Aha. Oh no, we are locked. We need to find a key. Warum auch immer Kinderhöhle geblockt wurde. All right. Oh no, we are locked. We need to find a key. Look around. All right. Maybe we can find a clue in the computer. Yeah, but it needs the password. Das Passwort. Wisst ihr noch das Passwort? Solange ist das nicht her. Und wo gab es einen Hinweis dafür? Zettelchen. Ich meine in der Tasche hier. I'll check those pockets. Look, I found a paper. Keep it. Okay. Ja, hier ist das Passwort. Das können wir gebrauchen. Check out my computer skills. Das Passwort. I bet the password is. Wait, Miss Fortune. I think you. Don't interrupt me. Ich halte es nicht falsch rum. Das Passwort ist 5, 4, 6 und 8. Oh yeah. Miss Fortune. You really. So, den Text müssen wir uns nicht mehr ganz durchlesen. Da ist der Code drin. 27581. Nee, andersrum, René. Is that a code? Talk about crazy. Zwei. Wo steht der Code? 27581, oder? 27581. Okay. Schreibe ich das mal gerade im Chat. 27581. Also falsch rum ist das richtig rum. Ja, ganz genau. 27581. Das brauchen wir jetzt hier für den Tresor. Huh, a secret inside. So. 2. 7. 5, 8, 4. Ne, 1. 5, 8, 1. Sehr schön. Ein Schlüssel. Well done, Miss Fortune. Very good. Thank you. So. Nee, das wird noch nicht. Raus wollen wir. Time to find the wolf. Den Wolf finden. Jetzt ist die Tür offen. Jetzt müssen wir mit dem Schlüssel hier erstmal. Look, we found. Yes, and there's some. Den Käfig öffnen. I can reach it from here. See if you can get inside. Das wissen wir schon. Wir haben ja schon einen kompletten Spielraum hinter uns. So, da gehört der Schlüssel rein. Womit wir die Tür geöffnet haben, ist auch eine andere Frage, aber ja gut, das hinterfragen wir mal nicht. Wolfie? Ah, damn it. Wolfie flieht. Why can't a little lady to spit? Oh, that was. Not to me. Animals usually. That's too. But hey, the. No. I'm gonna take it.
Nehmen wir die Notiz. Mein Evil Cousins Adress. Fox. Skogsticken 15. Open Fields. As Benjamin's up. Good. Now we can get. Alright, sweet. It looks like the. Wait a minute. Are you telling me? It seems that way. Phantasmagoria. Auf geht's. Jetzt sind wir schon in Phantasmagoria. Are you up for another round of questions? Sure. My question. Great. Great. Und jetzt gibt's wieder eine Fragerunde. Ja, toll. Be honest and you'll do fine. First question. Have you ever heard this question before? Hast du diese Frage schon mal gehört? Ich muss kurz mal gucken, was wir darauf geantwortet haben. So, Fragerunde. Hast du diese Frage schon mal gehört? Na, was haben wir damals gesagt? Ja, haben wir damals gesagt, dann sagen wir diesmal nein. Die Frage haben wir nicht gehört. Ich glaube, das spielt nicht wirklich zur Sache, aber... Erster Like. Nicht mal dein Mod liked dich. Echt, Modi. Nicht mal du hast, nicht mal du willst mir ein Like geben. Das ist ja wirklich skandalös hier. Hast du schon mal einen Freund angelogen? Ich fürchte, wir haben nein gesagt im ersten Run. Ich würde mal sagen D, oder? Zweite Frage, hast du schon mal einen Freund angelogen? Ne? Was haben wir im ersten Run gesagt? Nein, haben wir gesagt, dann sagen wir diesmal ja. Spielt wahrscheinlich nicht wirklich nicht viel zur Sache, aber wir tun es trotzdem. My daddy comes and picks me up after school. I as well behind the trees and sneak home when she's not watching. That's so sad. If you say so. Now, for the last question. Have you ever seen someone die? Na, haben wir. Ja, wir haben ja einen Stern gesehen. I saw Granddad die. It was very calm, not like in the movies. It was different. I told him to come haunt me as a ghost, but he hasn't done it yet. Thank you for your honesty again, Miss Fortune. You're welcome. We're getting really close to Phantasmagoria. Just die Frage hätten wir überstanden. Yeah, I can hear. Exciting. Sorry, ich versuche die ganze Zeit in ein Gebäude im Jahr 2077 zu erklimmen. Das ist keine Zeit für Likes. Was? Der beschäftigt sich, das ist so eine Frechheit, der da spielt ja parallel noch. What? Spielt ja parallel noch ein anderes Spiel hier. Skandalös. So scary. Sollst dir zuhören, zugucken. Aufmerksamkeit, okay. Aufmerksam den Steam-Fahrer verfolgen. Das ist ja hier. So ein Mist. Da spielt der andere Spieler hier, der Modi. Konzentriere dich hier auf meinen Stream. Als Mod hast du hier mal aufzupassen. Mensch. Sehr schön. Die Rotluftballons. Oh, but just so you know. Okay, Miss Fort. Sehr schön. Hey, you, from the other side, Miss Fortune deserves to have a fun time. So try to make the right Guter Versuch, René. Ich glaube, ich brauche Mods, denn ich konzentriere mich auf den Stream. Guter Versuch. Alright. Hey,
Danke fürs auf den Stream konzentrieren, aber. Jetzt haben wir auch wieder ein Karussell, was wir noch nicht gemacht haben. Doch, wir haben das Karussell mal gemacht. Sorry about that. If you do it one more time. Kennen wir schon. Das Karussell haben wir ja schon gemacht. Am letzten Run. Jetzt wollen wir hier das Spukhaus machen. Ah, the smell of... Yeah, too bad. Check this out. Ja, schön. That is... Yeah, tell me about it. So, da brauchen wir ein Ticket für. Ach, haben wir ja schon. Is this the ride you want to spend your ticket on? Ist aus dem Müll. Ja, geht leider nicht. Ja, das Ticket wir uns nochmal diesmal hierfür. Yes. All right then. Have a pleasant ride. Jetzt bin ich gespannt. Wie gruselig wird die Fahrt hier durchs Horrorhaus. Der Returner. Ach, weil wir beides gemacht haben, weil wir das, weil wir nochmal ins Spiel gekommen sind, nochmal die andere Möglichkeit genommen haben. Das Karussell und das Spiel. Sehr schön. Das Boot, dafür brauchen wir eine Münze. Erstmal werden wir auf dem Freizeitpark. Kotzt gleich. Nee, kotzt nicht. Ah, there's a bunch of games here. Oh, of course. Stream hat ein bisschen Verzögerung. Play one before. I just love. I want to. Jetzt werden wir erstmal ein paar Tickets bekommen. Jetzt spielen wir hier durch. Das haben wir im ersten Run auch gemacht, aber hier spielen wir es komplett durch. Ein Tickets. Eine Wahrsagung. Wir brauchen hier ein paar Steam-Errungenschaften. It looks like it. Danger no with your bullets. Ja. So, hier. Da müssen wir jetzt weg, ihr Fox. Please, go ahead. Jetzt spielen wir ein bisschen weg, ihr Fox. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt ein bisschen. Das kriegen wir jetzt ein bisschen besser hin. Wir brauchen Rewards. Okay. Verdammt. Sehr gut. Minimal 7 brauchen wir. So, wir spielen weiter. Ich weiß nicht, wie viele Tickets gibt's. Beim letzten Mal haben wir... Verdammt. Letzten Mal hatten wir 6 Tickets. Jetzt bestimmt mehr, deutlich mehr. Tickets. Wenn man nicht total fehlt, dann kriegt man das hier hin. Jetzt. Sehr schön, und weiter wird gespielt. Sieben Treffer brauchen wir nur. Acht und neun gehen auch. Und komm. Da gibt es auf jeden Fall eine Steam-Augenschaft für Münze, wenn man alle Tickets bekommen hat.
Oh verdammt, das haben wir verkackt. 7 brauchen wir mindestens. So, wir spielen es nochmal. Rennen in die Spielsucht. Ganz genau. Ja, irgendwann hat es ja ein Ende. Es gibt noch eine bestimmte Anzahl von Tickets hier. Die werden wir dann ordentlich ausgeben. Schon wieder verkackt. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen anstrengen. Damit wir hier mal vorankommen. Speedrun wird das hier sowieso nicht, aber... Oh, 9. Sehr gut. So. Wait, ihr Fox. Sehr gut. Jetzt sind wir bei dem, was wir beim ersten Run hatten. Ne, 7 haben wir gemacht, 1 habe ich fallen gelöst. 7 Tickets. Dann werden wir noch mehr holen. Ist ja leicht jetzt. Okay, jetzt sind wir bei dem, was wir am ersten Mal hatten. Aber wir machen weiter, wir spielen bis zum Ende. Volle Spielsucht. Tickets. Ich denke, mindestens 10 gibt's. Mindestens 10 Tickets, nicht 12. Oder 13. 12 oder 13 wäre eine gute Zahl hier für das Spiel. Ticket Nummer 9. Oh, 9 Tickets. Und schon freigeschaltet Gamer. Ja, Spielsucht verfallen. Wir haben alle Tickets bekommen. 9 Tickets gibt's. Okay. Oh, sehr gut. Check those sweet rewards. A golden chocolate. Wir haben Hut für den Stein. Oh, sehr cool. Let's see what... So. I know who will look amazing in this showdown. There you go, Stone. Steini sieht wundervoll aus. A Rockstar, versteht er? Ha. Ganz wichtig, die Münzen, die brauchen wir. Und die Puppe, die nehmen wir auch mit. Müssen wir eigentlich nicht. Aber gut. Wenn wir sie schon den ersten Mal mitgenommen haben. So, Fortuna. Da gehen wir unsere letzten Tickets aus. Belohnungstickets. Hallo, I'm Miss Fortune Ramirez Hernandez. And I want Igitt. To know the future of my Wozu Igitt? Was ist hier Igitt, René? Once you see the beyond sees you. And you can Alles be klar. Sure it will be coming. Das kennen wir schon. What's the beyond? Want to try again? Noch ein Versuch. Yes, again. Im ersten Mal hatten wir nur einen Versuch. What you see in the beyond is not what you see, but what you don't see. Oh, Aha. Really? Talk about crazy. Want to try it again? Noch ein Belohnungsticket. Okay, again. Ich glaube, das ist dann unser letztes. You are being lied to at this very moment. Trust me, Mimi. Don't trust anything. Ah, oh, really? Aha. Who is lying to me? Is Benjamin lying to me? What? Oha, Augenschaft freigeschaltet, Fortune Taylor. Aha. Da haben wir jetzt alle Errungenschaften, nicht alle Errungenschaften, sondern alle Fragen vom Dingens. So. Reise mit dem Tod.
Tell me about the Fährmann. Anyway, this. You mean to Benjamin? Yes, and it's. I got this sweet. Und Goldman sah ich ja schon. Think. No, see, it's. Oh, look at that. Ja, ein Phantasmagorium, der bringt uns nichts. Wir müssen weiter. This is going to be so cool. I hope we don't get up. Let's go. The crate. What's a crate? Well, if you see it, you. But tell me, I'm cute. We don't have time for that. Piraten, wenn man nicht begegnet, einen Kraken auch nicht. Können wir das überspringen? If you appear in, ich fürchte if nein. See you, see Kraken. What's up? Hey, this place is one allowed to talk. Anyway, is the Kraken available for pet? Some pet doggy? I want a pet. Jetzt stellst du wieder zu viele Fragen. Well, man kennt's. With fish, you say? Well, the only. Hey, Mister, are you taking me now? You know that. You don't seem to want to. And why is that? You. That's how you pay for your misfortune. Just. Ma, he wants to. Do you like to eat sushi? I know about sushi, because by the way, do you know what this means? Ja, ich skippe hier ein bisschen. Ich versuche hier mal ein bisschen. Wird kommen, so ist langweilig. Kennen wir schon. And do you go outside by? Are you going to eat my? Müssen wir nicht nochmal gucken? Stop. Why should I stop talking? Nobody else is talking. Hey. Wir gehen erst aus dem ersten. Going? Oh, naja. Neuer Abonnent auf dem Kanal. René. Hello. Willkommen in der Engladum-Bande. In der Engladum-Community. Neuer Engladum. Sehr schön. Okay, sind wir drüben. Warte geht's. Benjamins Haus. What time is it? Mr. Voice? Are you there? Hello? There's something wrong here. Something very wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? It's coming. Hide. Hide. I don't know what you're playing. So, weiter hier. Peter? Da sehen wir den Hero wieder. So, hops. Weiter geht's. Über den Stein drüber. Check this out, Stoney. This is your family, see? From the woods. Say hello. And now, say bye-bye, baby Stoney, because we're leaving. Ach, süß. Das hatten wir im ersten Mal auch nicht. Dann war den Stein nicht mit hatten. Oh, damn it. My little foot got stuck. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Wir haben ja die Aufgabe, zu entkommen. Jetzt tue ich mal gerade nichts und lass den mal rankommen. Was spielst du noch so für Spiele? Die Fragen zu beantworten wird jetzt lange dauern. Also momentan, das kannst du auf meiner YouTube-Seite, auf meiner Hauptseite sehen, auf meinem Kanal, auf der Übersichtsseite. Das erste Game, was gerade läuft, ist, siehst du ganz oben, aktuelle Let's Plays. Super Mario Odyssey wird gespielt, Among Us wird gespielt, Seen kommt auch noch ein Part raus. Pumpkin Jack kommt auch gerade 18 Uhr mal online. The Legend of Zelda Link's Awakening, Chaos of Deponia, Pokémon Mystery Dungeon, Ratsatim DX, Pokémon Y, spielen wir Let's Play Again. Ja, und ja, Resident Evil HD Remake, das haben wir, das ist jetzt mehr pausiert, als es passiert. Das ist jetzt nicht wirklich. Das sind die Spiele, die ich gerade momentan spiele. Nintendo und Indie zusammengefasst. Genau das, was Molly sagt. Und ich glaube hier, wir müssen mal leider entkommen. Da lässt sich Zeit. Da werden wir von ihm leider nicht gegriffen. Das ist nur eine künstliche. Künstliche Angstmacher. Jetzt greift er erst nach uns. Ja, also wenn wir wirklich nicht mal zu lange brauchen, bleibt einfach stehen. Und das auch mal ausprobiert. No, it's the monster. I saw it again.
don't know what you're talking about. Yes, I do. I saw it. Das Benjamin Fuchs. Don't make. Todständen aufstehen. Oha, was haben wir denn? Was haben wir denn beim ersten One gemacht? Da muss ich gerade mal nachgucken. Muss ich wieder mein eigenes Let's Play gucken. So, hier Benjamin. Hier sind wir. Connection, Bewegungen, Todstände aufstehen. Wir sind aufgestanden im ersten Band. Okay, dann stellen wir uns jetzt tot. Nimm A. Ja, hast du richtig gesagt, René. Todstellen. Oh, es hat wohl nicht geklappt. Touch her with your filthy paws, you beast. Stop it, you're scaring him away. Irgendwann gibt's doch die Entscheidung, ob wir mit Benjamin gehen sollen oder mit dem, vor dem Dämon vertrauen sollen. Please, Miss Fortune, stop and listen to me. There's something I need to tell you. If you keep running, you'll end up badly hurt, and I don't want that. You're too important. But I want to find Benjamin. He was nice to me. Trust me. Ja, ja. Stop running, please. Bleib stehen, um Herrn Stimme zuzuhören. Lauf Benjamin weiter nach. Ich glaube, wir müssen stehen bleiben. Das haben wir beim ersten Mal nicht gemacht. Ich würde sagen A. Oder? Hör auf zu rennen. Stehen bleiben. Das haben wir beim ersten Mal gemacht. Ich glaube, D haben wir gemacht. Ja, dann bleiben wir diesmal stehen. Wir bleiben stehen. Wir vertrauen auf die Stimme. Alright. Thank you. That could have ended badly. Now watch your step. There's a bend. Aber es ändert sich kaum was. Wir werden eh nicht reingerannt. Hurts like hell. Who will leave a bear trap here? I haven't seen any bears. Well, hey, das heißt jetzt nichts, sonst ändert sich nichts. But it was obviously the fox also. Oh, ein fünfter Zuschauer. Ein sechster Zuschauer. Oh, wir kriegen neue Zuschauer. Willkommen im Stream. Herzlich willkommen. Was gibt's? Wer ist dazugekommen? Meldet euch im Stream-Chat. Herzlich willkommen. Ein bisschen Glitzer. Ist ja schön. Oh, warte hier. Da müssen wir was machen. Da haben wir den Stein ja im ersten Mal nicht mit. This one looks easy? Yes. So you know. Yes. Sehr schön. It's stuck, huh? The elimination of Primeape will dissolve the filth of the beyond. Oh, really interesting. It's stuck, huh? Ach, den Stein können wir nicht mit rausnehmen. Schade. Aha. Und dann lassen wir den hier. Ich glaube, das war auch die Mission, den hier zu lassen. Verdammter Lurker. So, Kappa. I have a couple of questions. Ja, was? Verdammter was? Yeah, I'm ready. Wonderful. Now, verstehe ich gar nicht. Jetzt kommt wieder eine Fragerunde. First question. Believe in magic? Ich glaube, da müssen wir Nein sagen jetzt. Glauben wir an Magie? Glaubst du an Magie? Warte, ich gucke gerade nach. Was habe ich gesagt? Glaubst du an Magie? Ne? Ich würde fast sagen D. Ja. Im ersten Mal haben wir A gesagt. No, that is said, the only magic came from acid. But the only acid I know is when I lick batteries. Second question. Do you trust me? Natürlich. Es ist die Vertrauensfrage. Vertrauen wir dem Dämonen oder vertrauen wir dem Fuchs? Ich weiß nicht, ob das entscheidend ist, aber...
glaube, logischerweise haben wir damals Nein gedrückt. Das machen wir jetzt. Ja. I guess I can only hear you in my head. And I trust my own head. So yeah. That makes me so happy to hear, Miss Fortune. Well, anyway. Now, for the third question. Are you afraid of dying? Habt ihr Angst zu sterben? Ich bin mir gar nicht sicher, was habe ich da gefragt? Was habe ich da geantwortet? Habe ich Angst zu sterben? Ja oder nein? Was habe ich im ersten One gesagt? Habe ich Nein gesagt? Dann sage ich diesmal Ja. Yes, I am. I don't know if I will like being dead. Reni hat zwei Nachrichten zurückgezogen. You know? Okay. What if I can't bring my glitter? Well, I guess you'll find out when you die. Looks like there's going to be a storm. Okay, die Frage haben wir überstanden. I hope it doesn't rain that much. I don't like my feet getting wet. Sag schon. I'm a little lady, you know. Hey, look at that. I think we're here. Benjamin. Stay cool. Jetzt sind wir bei Benjamin Sutter. I'll keep an eye out. I'm sure that Fox has. Make sure the cabin is empty. And if you see it, run. Alright. So, ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas tut. Bisher hat sich nicht viel verändert durch die anderen Möglichkeiten, die wir gewählt haben. Oh, it looks like he must be some. Aber gut. Zumindest haben wir es meinem Juan gezeigt, was passiert, wenn wir die anderen Möglichkeiten nehmen. Okay, I will look if Benjamin help. So, rein mit uns. Ah, oh, what a cozy couch. Is that Benjamin's dad? Nein, diesmal respektieren wir seine Privatsphäre nicht, sondern lesen das Tagebuch. Das haben wir anders gemacht im ersten Mal. I'm just gonna have a little look inside. Dann lesen wir uns das diesmal durch. Bei Benjamin. Johannico Red Fox. Bei Benjamin Johannalius Red Fox. I knew his name was Benjamin. Okay. Ich muss auf eine Gefahr, auf eine gefährliche Mission. Mission muss erledigt werden. Dafür habe ich trainiert. Nervös, aber okay. Muss mehr Selbstvertrauen lernen. Bin aus Senersede nach Pandora gereist, als Nebel kam. Packe Dinge und Essen. Keine Ahnung, wie lange ich bleibe. Miete Hütte bis Arbeit fertig. Aufgabe ist wichtig. Boss sagte, viele Opfer in Stadt. Brauche Mut. So Benjamin is not from Open Fields? I bet he has an accent. I love that in a fox. Nach langem Weg in Nebel in Stadt angekommen. Heißt Open Fields. Kleine Stadt, hat guten Wald. Hütte sehr schön, hat Fernsehen. Küche. Schlaf auf Sofa. Schmücke Hütte. Fischbällchen riechen komisch. Habe Pilze gegessen im Wald. Nach Schlaf sehr erholt. Versuche Parasit zu finden. Nicht gefunden. Erster Tag versagt. Viele Opfer ins Spiel von Parasit verloren. Kann nichts machen. Bin traurig. Schicke Nachricht an Boss. Manche Opfer kommen nicht nach Senersede. Siehe Parasit, macht mir Angst. Keine Pilze mehr essen, Bauchschmerzen und viel Luft. Nicht gut, nicht mehr Pilze essen. Warte, haben wir noch was? Who are the victims? What gang? Benji's afraid of the parasite? Pilze ernsthaft Gefahr. Fühle mich nicht gut, gefährliche Pilze. Bleibe zu Hause, hacke Holz und mache Tee und Wurzelsuppe. Schmeckt gut. Poor Benji. Mache Puppen und Bilder für Opfer, wenn sie es sieht, gut. Parasit identifiziert als Morgo, Code P0101222. Spielt gerne, habe Anleitung für Schritte. Morgen Mut, letzte Ausruhen bis Bauch wieder gut.
keine Bauchschmerzen, nur Luft. Geh raus, helf Opfern. Die Puppe, die du gekauft hast, eine der Puppen, die ich unterwegs gesammelt habe. Mogo weiß, ich bin hier. Mogo hat alten Trick oft gemacht, aber er macht Fehler, hat Opfer ihn hören lassen, Opfer gut missfrutschen. Schöner gut. Mogo darf sie nicht haben, sagt Boss. Sie muss gerettet werden, aber ich folge Schritten. Habe Mogo Gestalt annehmen sehen. Gruselig. Ja, das ist das, was wir am ersten Mal auch gesehen haben, weil uns Benjamin es gezeigt hat. Missing a voice? It's the monster! Sind wir jetzt selbst drauf gekommen. Boss schickt Nachricht, beobachte Haus von Opfer. Schlafe draußen vor Haus. Inline spielt Phasmophobia. Verstecke in Müll. Versage bei Finden von Parasit. Heute nicht gekommen. Großes Problem. Miss Fortune beobachtet mich. Seltsam. Big trouble? Miss Fortune? But that's me. I bet he's in love with me. Warum sieht mich? Hat große Augen. Ich laufe weg. Fühlt sich warm an im Bauch. Vielleicht kitzeln Pilze wieder. Always again? Oh, check out Benji's stick. Sehe Mogo alten Trick nutzen. Opfer merkt nicht, alles wiederholt sich. Muss mutig sein und diesmal Parasit stoppen. Schicke viele Opfer nach Sinersede. Bin Level 2 Beschützer. Ich selbst sicher. Habe jetzt Primewe Illuminationsstock. Probiere Primewe Illuminationsstock im Wald. Lustig. Viel Mut, über Miss Fortune zu helfen. Sehe, sie redet zu viel. Glaube, sie ist stark und lustig. Mogo von Charam verwirrt. Habe Film zu Holz sammeln gemacht und Parasit kam. Aber ich jetzt Mut. Ich nur bisschen Angst. Yes, I know how to talk. He loves me. Sage Boss, ich mache heute alle Schritte gemacht. Frühstückstee gemacht. Komisches Gefühl mit Tee. Kräuter auswalzen, lustig. If Benji has a boss, he has a job. Then I can be married to him. Job. Ganz genau. Ich Mut und selbstsicher heute. Ich bereit. Und das war schon das Tagebuch. Haben wir durchgelesen, sind auf einige selbst gekommen. Is this Benjamin's? He got some sweet style. I like it. So. Jetzt haben wir hier eine entscheidende Entscheidung. About that Eternal, it was promised. I really want it back. We can totally share it if. Ich glaube, jetzt haben wir hier eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Are you afraid of the thunder, Benjamin? Sofern die mal wieder was. You can hold my hand. Genau, Job direkt heiraten. Oh, what are. Is this a kiss? Is this really happening? What is that? Your diary. I'm sorry if you're upset. Is it the master? Ja, zeigt uns das nochmal. Ja, ich hab leider keinen Job, mich kannst du nicht heiraten. Das ist. Ja. Bin leider gerade arbeitslos. Benjamin folgen oder in der Hütte bleiben? Ich bleib in der Hütte. Die Entscheidung treffe ich diesmal. I'm not supposed to follow you. I'm sorry. Und was passiert jetzt? You are the one taking the children, aren't you? Das Treffen auf Mogo. I like to play forever. Mr. Voice? Ach, jetzt geht sie doch rein, oder was? Jetzt rennt sie doch rein. Schade. Das ist die Entscheidung. Ja, ich glaube, man wird irgendwie gezwungen. I'm scared, so I... Es wird sich nicht viel verändern. Auch das Ende wird gleich sein. Oh no, it's the Benjamin. There's a hole behind. Hello? So, dann mal durch hier. It. I'm a little lady, you know. Achso, ja, jetzt brauchen wir den Stuhl hier.
Walking kann man nicht. Such a clever little lady. So, rein hier. I can use my ninjas. Die Ninja Skills. Shh, little bad croc. Be quiet. This is a ninja mission. Benjamin, ja. Are you here? So, hier mal durch. Hier gibt's auch noch einen Schlüssel. Ich dachte, wir können ja auf den Tisch. A picture of a... Ein Bild von dem Schlüssel. Ist richtig. A secret bot. Knopf drücken, da will ich Nein drücken. I decide not to push the button. Let's see what happens. Nothing. Ja. Miss Fortune setzt Platscher ein. Alright then. I push the button. Da kam, glaube ich, Land mit was. Okay. That was easy. Alright, time to fight. Oh. Bisher hat sich noch nicht wirklich was verändert im zweiten Run. Ich weiß nicht, inwiefern das was am Ending ändert. Inwiefern wir jetzt irgendwie ein anderes Ending kriegen. Vielleicht hatte Molly am Anfang auch recht und es gibt ja ein anderes Ending. Haben wir zumindest die anderen. Haben wir die anderen alternativen Möglichkeiten gezeigt. Tut nicht viel ändern, aber ja. Warum fällt jede Stufe runter? Weil sie Miss Fortune ist. Das kleines Mädchenunglück. Kleines Unglücksmädchen. Das ist ja die Story hier, das ist die. Did you let that stop you? Das ist die Story hier. Dass die immer Pech hat. Bei allem, was er tut. Get up, Miss Fortune. You can do it. Das ist ja ein bisschen lästig hier. Die Geschichte mit dem Aufstehen. Da braucht es ein bisschen. You are the little lady, Miss Fortune. Ich dachte, dass wir irgendwie einen Weg nehmen können, dass wir dem Morgo vertrauen und dem Benji irgendwie was ins Gesicht spülen können oder irgendwie, dass wir dem nicht folgen und so, dass wir böse sind und dann ein anderes Ending kriegen. Benjamin, he must be in trouble. I'm very dis. There you are. Hey, have you Miss Fortune, Mr. Voice. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Mr. Voice. Da stehe ich ihn echt schnell auf, ja. Ich brauche ein bisschen Motivation zum Aufstehen. I read what Benjamin, you're the one taken, and I guess the Eternal. Stop this nonsense. We have to keep playing. You can't make me. Yes, I can. Stop that. Then play with me. You need to find your I'll give you a clue. It's at home. Wait. I'm sick of that Eternal. You can't say that. You heard me. I don't want the Eternal. I won't tolerate. I'll be waiting for it. No, tell me, what do you do to him? Freaking monster. Schade, dass wir jetzt keinen Let's schlechten Mann haben. Maybe a clue or two. Das ist die Puppe Nummer 7. Die Puppe Nummer 6 haben wir irgendwie immer noch nicht gefunden. At the end of the road, a deal you can. Tja. Joa, das haben wir schon alles gesehen. Die Tasche haben wir schon durchsucht, den ersten Mann. So, weiter geht's. Auf nach Hause.
Und da kommt Benjamin. Alright, I guess I'll... Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass wir kein Malbuch mit haben. Ich weiß nicht, ob das sich dann so viel ändert bei... Okay, I'll wait. Ob das jetzt entscheidend ist. Wait a... Naja. Okay, I'm not... Beim ersten Mal auch nicht so sonderlich viel geändert. How? Okay, I have this like weird. Ja. I saw monster, Skip. I saw dolls, I saw Benjamin, and then I went to the zoo and everything was everywhere. Skip. And then I realized Mr. Voice had lied to me a lot, and he took Benjamin, and now I'm alone. I don't like being alone. Wow, sounds like you had one hell of a day, Miss Fortune. The train is here. It was a nice chat, Miss Fortune. Talk to you later. You go, girl. So, da kommt der Zug. Auf geht's. Jetzt hat sie kein Malbuch, jetzt kann sie nicht malen auf der Reise. Hello, Hiro. I didn't read. Jetzt kommt der Geruchten näher. Such a coincidence that you're on the same train as me. You know, I had a... But I don't think it's a voice, and I'm sure it's glaub, the master. Ich glaube, den Dialog kennen wir auch schon. I saw it in a book at Benjamin's place. Have you ever heard boy? Und das kennen wir auch schon. I know, Hiro. What does it mean? Okay, ich glaube, hier haben wir schon auch noch eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Hiro, helfen, bedecke deine Augen. Ich glaube, hier müssen wir die Augen bedecken. Das ist die richtige Option, die Augen zu bedecken. Ich bin mir relativ sicher. Na, habe ich kurz Zeit. Was habe ich im ersten Mal getan? Ich habe ihm geholfen. Dann machen wir es diesmal nicht. Ändert nicht viel an der Tatsache. Passiert nichts. Etwas schade. I wonder what that monster did to... this is the last time I... If Benjamin was... Benjamin was warning... Gut, lass uns nach Hause gehen. Lass uns den One hier beenden. Let's go. Auch mit denen sprechen wir jetzt nicht. Oder doch. Excuse me. I'm talking over. Well, if that's how you treat, then give yourself up. Und nun? Ach so, müssten wir erst noch mit denen reden. Um nach Hause zu kommen. So, Finale. Huh, where's the, is Daddy gonna get? Auf geht's. Vielleicht können wir im Finale hier noch etwas anders machen. We got red lights. I like them. Das eine oder andere verändern. Mommy, I'm back. Hello? What's that sound? Benji? So, durch die verfallene Wohnung durch. Das Haus. Hello? What happened here?
Mr. Voice happened to you? Congratulations. Leave me alone. I'm looking for mommy. There's no... I don't even care anymore. Of course you care. You know you're... It's your response. Yes, I guess you're right. Good. Good. Ready for a new game? If I play alone... I guess I will, but only... Okay. Splendid. You will... Können wir hier zumindest auf den Mr. Voice hören, oder... This is wahrscheinlich auch nicht. She's a wonderful child. A little spark of... Wait a minute. Didn't I do Ach ja, sie weiß es trotzdem noch. No, then you say something about... Sie widersteht ihm. Wait. Are we going to play another game? I don't understand. If you can read... And then you say deal. Stop ruining this. Eterna. No deal. Wonderful. And wait. What? No deal. No. How about this? What if the fox... If the game is about... Sure, sure. You know the... So. Das ist ein Versteck, wo wir uns verstecken könnten. Okay, I'm just... Vielleicht kann ich mal versuchen, mich nicht zu verstecken. Vielleicht geht's dann anders aus. You promised he wouldn't be like... That was a beat. Ma, you lied to me. I don't want to play this game. Fine. Let me come up with a new... Ja, ja. Okay. Ma, I don't want klopf, to... Klopf. Knock, knock. Who? You're scaring me. Stop. Leave me alone. Knock, 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 knock. Können wir ihm die Tür aufmachen? Knock, knock, Natürlich kann man es nicht. Knock, 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 knock. Wir können nur hier rein in die Wohnung. In unser Zimmer. What happened here? My secret spot. Geheimversteck. Müssen wir uns verstecken, oder? Ich fürchte ja. Dann kann ich auch verorten. Ich fürchte, wir müssen uns verstecken und dann ist das Ende genau dasselbe. Bleibt uns von nichts anderes übrig. Na, von mir aus. Open this door right now, Miss Fortune. We have a new game to. Ja, alles bekannt. I don't want to play with you. Pass, Dolly. Teach me how to be. So now we're playing. I love that game. No, leave me out. All right, just my game. Is that one more of you? I will live forever. Will you please stop? He's been trying to take you, and it's ugly. Anna, you don't talk like. You know what? I'm done with you. I. Right now. You. Das ist dasselbe Ending. Da sehen wir jetzt nochmal den Nebenhoko. Das können wir mal überspringen. Da haben wir das ganze Ending, das ganze Finale übersprungen. Der ganze Bosskampf zwischen Benjamin und dem Is everything back to normal now? Mogo. Benjamin, save me. Es ist ja eh dasselbe. Benji, are you around? Jetzt werden wir von Benji gerettet. In Nummer 8. Well, die hatten wir auch schon. Tja. Benjamin? Dann machen wir das hier noch konsequent zu Ende. Das Ending wird, wie Morty schon anfangs gesagt hatte, dasselbe sein. Talk about Cosmo. Benji? Und der Mogo ist jetzt besiegt. Errungenschaft freigeschaltet, der Effekt. Alles klar.
Ein paar Steam-Errungenschaften haben wir gekriegt. Und wir haben die anderen Möglichkeiten ausprobiert, die es gab. Mami! I'm back! Alles, was man anders hätte machen können. Mami! Mami! War doch nicht umsonst. What's happening? Mami? This must be a bad... Jo. Da liegt unsere Leiche. Is that... Jo, da sehen wir es nochmal. Realisiert sie, sie ist tot. Oh, Benji, you're back. I thought I lost you too. What's this? What's that? Jetzt bringt uns nochmal rüber ins Jenseits. Benji, wait. Are you taking me so? Because I have. Achso, du willst nochmal der Mami Tschüss sagen. Mami, I'm going to go with Benji or kiss the fox that I like. I'm a little lazy, you know. I guess I was, but you need to find your... I love you. So. Auf ins Jenseits. Joa. Das hat Modi wohl ausnahmsweise mal recht. Als er gesagt hat, es gibt kein zweites Ending. Wait, stop! Where are we going? Benji? Jetzt laufen wir hier nochmal auf den Weg ans Jenseits. Und auch der ist wieder mit dabei. Also eine Möglichkeit haben wir noch, die wir nicht ausprobiert haben, das mit dem Schatz dort wohl einem Hundchen seinen Knochen hätten geben können. Aber ich glaube nicht, dass das viel verändert hätte. Der Hund wäre trotzdem von den Krähen weggesteppt geworden. Das ist, glaube ich, irrelevant. Und von jetzt. Wir hätten bloß die Errungenschaft mit dem Keks nicht bekommen. Den Glückskeks hat man nicht gekriegt. Das ist wahrscheinlich auch nicht mehr viel bedeutend. Da ändert sich nicht viel dran. Und jetzt werden wir von Benjamin gerettet und fertig. Dann haben wir dasselbe Ending. Bloß, dass wir jetzt ein paar Entscheidungen anders getroffen haben. Na komm. Das Glitzmann. Voran hier. Oh, this place is right. So, Glocke. Glocke aktivieren. Ganz wichtig auch für euch.
doch relativ ein Abo da lassen, der mich nach oben sonst nicht gefallen haben. Ach ja, also das sind wahrscheinlich die Glitzer-Dinger, die wir gemacht haben. Wenn wir hier noch ein paar mehr aktiviert hätten, hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen anderes Ending gehabt, wenn wir hier alle Kristalle dann leuchten haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Kristalle fehlen uns noch, da hätten wir wahrscheinlich noch ein paar Sachen anglitzern hätten sollen. Hier noch eine Puppe. All around the sisters seem to disappear. Deep inside the fog, you defeat him. All around the sisters, ja. Deep inside the... All around ja, 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 ja. The fog. Huh. Rein mit uns. The voice game is over now. Benji? Rein mit uns. Who are you? I'm a little lady. Miss Fortune. That's who I am. Lady Miss Fortune? Yes, you could say that. Good. Step inside. We were expecting you. Rein geht's mit uns. Und dann haben wir das Ende erreicht. What is this place? Und dann mal die Credits. Haben wir das Spiel ein zweites Mal durchgespielt. Ja, ein drittes Mal durchspielen. Nur damit wir jetzt hier den Kauknochen für den Hund kriegen können. Das müssen wir jetzt nicht machen. Ich würde mal sagen, das war's hier erstmal mit Little Miss Fortune. Haben wir jetzt zweimal durchgespielt. Das genügt. Das genügt erstmal. Ich sag schon mal, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Ja, und schaut auf meinem Kanal vorbei. Schaut mehr Videos und habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ja. Dann würde ich sagen, haut da rein. Bis dann und ciao. Ja, was das Fazit zum Spiel haben wir schon das erste Mal gesagt, als wir das erste Mal die Credits geguckt haben. Das habe ich schon mal das erste Mal durchgegangen. Bleibt mir noch zu sagen, bis zum nächsten Projekt. Da ist das hier offiziell das Ende. Dann würde ich sagen, dann klinke ich mich mal aus, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Disappear. Deep inside the fog, you defeat him. Huh, I guess Mr. Voice game is over now. Benji? Who are you? I'm a little lady. Miss Fortune. That's who I am. Lady Miss Fortune? Yes, you could say that. Good. Step inside. We were expecting you. What is this place?